Mädchen Dutschke auf den Spuren der Revolte. Bei jeder Demo war sie damals mit dabei. Die Austauschstudentin aus den USA, die sich in den Studentenführer Rudi Dutschke verguckte. Und er sich in sie, Hochzeit inklusive. Seine Stimme war die Stimme des Protests. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Nichts weniger als sich und die Welt verändern wollten sie damals. An das Leben, an das Lieben. Frei, friedlich, solidarisch. Vor der Technischen Universität in Berlin trifft Gretchen Dutschke auf die Studentenproteste von heute. Mehr Lohn für Miete und Champagner. Okay. Die Zeiten haben sich geändert. Um Geld geht es, nicht so sehr um Politik. Wie ist das gelungen, damals 20.000 Leute auf die Straße zu kriegen? Weil das kriegen wir nicht hin. Das aber war am Anfang auch nicht. Es gab natürlich andere Faktoren. Also Vietnamkrieg hat eine sehr große Rolle gespielt. Es waren die großen Themen, für die sie vor 50 Jahren kämpften. Die 68er-Bewegung hat Politik sehr populär gemacht, also dass sich viele auch damit beschäftigen wollen. Und das wieder abgeflaut. Also dass die Leute irgendwie meinen, Politik bringt nichts. Man hat absolut gedacht, dass man auf die richtige Seite der Geschichte steht und dass das wirklich was erreichen wird, dass wir werden was erreichen. Auch Wolfgang Wieland wollte etwas erreichen. Als Jurastudent im ersten Semester geht er 1967 zur Demonstration vor der Deutschen Oper. Der Schah von Persien ist zu Besuch. Die Studenten protestieren gegen sein Unrechtsregime. Die Berliner Polizei schlägt auf sie ein. Er schießt sogar einen von ihnen, Benno Ohnesorg. Jeder hatte das Gefühl, Benno Ohnesorg, das hättest du selber auch sein können. Sie haben uns hier grundlos zusammengeprügelt. Das waren ja nicht nur die Schüsse, eine Art Gemetzel, das hier stattfand. Auch die Presse macht mobil gegen die Demonstranten, insbesondere die Bild-Zeitung des Verlegers Axel Springer. 10 Monate später fallen wieder Schüsse. Ein verwirrter Hilfsarbeiter will Studentenführer Rudi Dutschke töten. Der überlebt, schwer verletzt. Wenn die Bild-Zeitung dann die Leute aufgehetzt haben, haben die Leute das einfach geglaubt und ließ sich aufhetzen. Vor dem Axel-Springer-Haus eskaliert der Protest. Die Regierung verabschiedet die sogenannten Notstandsgesetze, kann ab jetzt die Grundrechte einschränken. Gut 20 Jahre nach der Nazi-Diktatur ein Schock für die Studenten. Es war die Angst, dass die kurze Phase der Demokratie in der Altbundesrepublik schon wieder vorbei ist. Doch es kommt anders. 1969 der Amtsantritt von Willy Brandt. Zum ersten Mal ist ein Sozialdemokrat Bundeskanzler. Und die 68er verändern nicht die Welt, aber den Alltag. Kindererziehung, Arbeit, Liebe, alles wird offener, liberaler. Eine Kulturrevolution, sanft, aber nachhaltig. Das war hinterher ein anderer Staat als vorher. Gretchen Dutschkes Mann Rudi stirbt 1979 an den Spätfolgen des Attentats. Heute lebt sie in einem feministischen Wohnprojekt. Und sie ist Mitglied bei den Grünen, kämpft dort für eine bessere Welt. Ich denke bis heute, dass dieses Umweltproblem vielleicht das Dringendste ist, erstmal. Weil wenn wir keine Welt haben, dann haben wir gar nichts. Wolfgang Wieland hat den Marsch durch die Institutionen angetreten. Ende der 70er hat er die Berliner Grünen mitgegründet und war später sogar Justizsenator mit Dienstwagen und Krawatte. Demonstrieren geht er immer noch gegen rechts. Denn auch hierzulande sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Die Alternative für Deutschland, AfD, kam bei der letzten Bundestagswahl auf 12% der Stimmen. Die AfD protestiert in dem Sinn gegen die Schwächsten der Gesellschaft. Und sie macht das mit populistischen Themen, mit Rassismus, mit Ausgrenzung, mit Treten nach unten. Unser Protest ist immer gegen oben gerichtet gewesen. Die sind 12%. Wir sind was, 88% oder was. Nicht? Die, also die können es uns nicht wegnehmen.
Direkt vor dem Axel-Springer-Haus, dem Sitz der Bild-Zeitung, ist inzwischen eine Straße nach Rudi Dutschke benannt. Die 68er sind offensichtlich angekommen. In einem Land, das sie einst bekämpften, dann veränderten und nun gegen rechts verteidigen. Der Kampf geht weiter.